Es geckt sich zusammen, es leckt nicht mehr. Was ist los? Wieso zieht er die Armbrust? Ja, stell dich mal hin. Blessed healer, give me strength. Das war knapp schon. Der war auf den Kopf. Incoming fire! Ist dein Bogen nicht mehr magisch? Das mag ich. Out of Wilds. Ist hoffentlich nicht so schlimm. Und es ruckelt sich zusammen. So. Ich würde gerade gern wieder wissen, warum das so derbe ruckelt. Ich will nicht hoffen, weil der Speicherplatz gerade so wenig ist, aber anscheinend nicht, weil es hat sich wieder erholt. Schön. Hier, nimm das mal auf. Hier, nimm das auf. Hast du zwei. Du hast zwei. Gut. Dann werden wir nicht sterben. Wir werden nicht verrecken. Das heißt, eigentlich kommen wir ganz gut durch. Dafür, dass wir das Spiel blind spielen. Und dass das hier eigentlich auf Hardcore sein soll. Bist ja nur einmal wirklich gestorben. Also quasi Game Over durch meine Dummheit. Da geht's klar. Aber sonst ist hier nichts mehr, ne? Die andere Seite war jetzt auch. Light the lights in heavy hand and you'll uncover treasure grand. Okay, das hört sich doch nett an. Gut, da hinten kriegen wir das Feuer, wenn der Kellogg es schafft, das Teil wegzuschieben. Dann haben wir für diesen Mini-Quest, den wir gerade quasi bekommen haben, noch 10 Minuten Zeit. Und dann kann Elara Feuer holen? Ach, gut.
Macht sie das Dreck mal. So, wie viel brauchen dann Feuer? Da ist einer. Try setting that on fire. Ja. Ah, schön episch. Und wenn. More cash. More cash. Hart. Die Stimme gefällt mir in gewisser Weise. More cash. Mehr Geld. Ah, schön. Das wird auch alles noch verbessert. Das ist alles ganz schön. So, das war ja super Mini-Quest. Ich habe gedacht, es wird etwas langatmiger, dass wir jedes einzelne wirklich anzünden müssen, aber dem ist anscheinend nicht so. Die Kamera kann man hier nicht bewegen. Da sieht man mal, wie linear das alles ist. Ja, schlimm, schlimm, schlimm. So. Müsste hier dann nicht eigentlich auch ein Save Point sein? Ja, weil das wäre eigentlich super geil, wenn die hier ein Save Point hinpacken würden. Ey! What's this here? There, that tower. That must be the town square. Yes, and I bet the town hall is nearby. Come on. So, dann ist jetzt gespeichert. Come on! Come back! Come back, cowards! You, come with me. We need your help. Okay. Wie immer natürlich. The Lord Mayor is trapped down there. The war guard bombarding the entire town square from the bell tower. There's a ballista up ahead. We have to use it to bring that tower down. It's the only way to save the Lord Mayor. Look out! No! Ah! Wie zufällig. Man muss ja wieder allein kämpfen. Shit! Where are they all coming from? It's like it's raining targets. There's an awful lot of those bastards up there. They're coming down almost as fast as I can kill them. Krieg ich echt durch diese Pfeile aus? Der beste Pfeil hat mich damit. Ja, das schön, wenn die das nicht machen will. Und die steht ja nur da. Ich lass den Dicken bei dir ab. Ah, das Spiel ruckelt sich einen zusammen. So, ich glaube, jetzt wird das etwas problematisch mit dem Speicherplatz. Wir sehen einen aggressiven Kerl. Ja, und irgendwie... dass ich die FPS gerade noch schulde. Wir kriegen derweil Schaden. Wir kämpfen mit dem FPS, sind jetzt angeblich wieder bei 16, kommt aber wieder auf 2. Das ist ein wunderbares Nummernspiel, was hier gerade ist. Ja, aber das bringt uns so nicht sonderlich weit. Ja. Ich brauche mehr Speicherplatz. Ich muss meine Festplatte aufmachen. Da das hier gerade so am Ruckeln ist, unterbreche ich diesen Part hier schon. Wir machen dann beim nächsten Mal hier weiter. Und
dann hoffentlich mit mehr Speicherplatz. Bis zum nächsten Mal.